Ein wunderschöner draußen. Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich sag's Jan. Die Feser war zu Gast bei Karin Mioska und was sie da gesagt hat, ich habe schon in den ersten Minuten Puls gekriegt. Bevor wir dazu kommen, einmal möchte ich euch den Habeck zeigen, was er wieder rausgehauen hat. Das Unangenehme ist nur für die Ampelkoalition, das gilt für alle drei Parteien, dass dieser Eindruck, dass da gute Sacharbeit geleistet wurde, bei der Bevölkerung überhaupt nicht ankommt. Also gut, man kann auch immer sagen, Umfragen sind Momentaufnahmen, aber wenn dann in einem Politbarometer über 80% sagen, diese Koalition kommt überhaupt nicht voran, dann ist das ja ein Warnsignal. Ja, dem stimme ich zu und es stimmt natürlich auch mit der Wirklichkeit nicht überein. Wir kommen ja voran. Wir haben gerade heute das Staatsbürgerschaftsrecht modernisiert. Deutschland wird noch attraktiver für Menschen, die zu uns kommen. Die Integrationsleistung wird nochmal gesteigert. Ein Schritt, würde ich sagen, der lange überfällig war und den am Ende nur diese Regierungskonstellation gehen konnte. Also wir machen lauter wichtige Dinge, die auch dem Anspruch, den wir uns selbst gestellt haben, nämlich moderne Regierung zu sein, Fortschrittskoalition zu sein, gerecht wird. Aber Sie haben völlig recht, wir versauen es uns permanent selbst und das ist natürlich auf Dauer kein Erfolgsgeheimnis. Ja, die machen vielleicht alles in die Regierung, nur nicht mehr fürs Vaterland, für die Deutschen. Jeder ist willkommen und die Deutschen sollen immer alles zahlen. Steuervergünstigung für neue Fachkräfte. Und wenn du als Deutscher für deine Firma im Ausland arbeitest und wieder nach Deutschland kommst, sollst du jetzt doppelt besteuert werden. Vielen Dank, alles gegen Deutsche. Es ist eine Bestrafung momentan, dass du deutsch bist. Und selbst die Grünen finden anscheinend das hier ganz in Ordnung. Deutschland abschaffen für eine befreite Gesellschaft. Grüne Jugend. Ja. Und damit, finde ich, war ein super Übergang gleich zu Karin Mioska. Wie oft denken Sie diesen Satz, den Sie nicht sagen dürfen? Gar nicht so oft, wie Sie denken oder vielleicht gerne hören würden. Nein, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man sorgfältig abwägt, dass man alles dafür tut, Sicherheit möglichst auf einem sehr hohen Niveau zu halten. Ist das Ihr Ernst? Wie schwer ist das, was kommunizieren zu müssen, wenn man eigentlich was anderes weiß? Sie unterstellen ja schon wieder, dass ich viel mehr weiß, was ich gar nicht sage. Ich unterstelle ihr, dass sie überhaupt nicht viel weiß. Insofern, glaube ich, muss man davon Abstand nehmen. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist. Mädchen, schon jetzt, sie ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Die man in einem solchen Amt trägt, das ist ja jeden Tag für mich die Herausforderung. Kommen wir doch mal dazu, wie die Statistik wirklich so ausgefallen ist. Im Jahr 2023 wurden 214.099 Fälle von Gewaltkriminalität erfasst, die Deliktzahlen sind damit auf einen neuen Höchststand seit 2007. Hervorragend. Sowohl vom Jahr 2021 auf 2022 sind plus 19,8% als auch vom Jahr 2022 auf 2023 plus 8,6% deutliche Steigerung der Fallzahlen bei Gewaltkriminalität zu verzeichnen. Sehr gut, Frau Feser. Sie machen Ihren Job hervorragend. Innere Sicherheit läuft sehr gut bei Ihnen. Aber das, was wir da in dem Video sehen, ist zutiefst menschenverachtend, rassistisch und deswegen habe ich mich auch so klar dazu geäußert. Und wir müssen aufpassen, dass sich diese Werte nicht verschieben. Dass Sie, wie Sie gerade gesagt haben, dass das jetzt was ist, was nicht schlimm sei oder was man jetzt machen könne. Ich finde, man kann es nicht machen und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man dort die Grenzen aufzeigt. Ich glaube immer noch, dass unser Rechtsstaat, unsere Demokratie sehr stabil ist und wir haben ja auch Gott sei Dank zu Beginn des Jahres gesehen, dass viele Menschen auch wirklich empört waren über diese Fantasien einiger Rechtsextremer, die Menschen deportieren wollten, aus unserem Land wegbringen. Bande von Idioten! Was? Aber das stimmt doch gar nicht. Unterlassungsantrag gegen Korrektiv-Berichterstattung nur teilweise erfolgreich. Korrektiv-Löschbegriff Deportation aus der Buchbeschreibung. Und Frau Feser nutzt das weiter? Warum macht sie das? Möchte sie die Leute weiterhin spalten? Oder findet sie einfach, die Wahrheit sollten wir Bürger nicht hören? Angelogen wurden wir schon des Öfteren. Und dafür auf die Straße gegangen sind. Mhm. Ich habe dort Menschen gesehen, die sonst nicht demonstrieren gehen. Und die gesagt haben, hey, ich gehe auf die Straße und trete für unsere Demokratie ein, weil das die beste Staatsform ist, weil es allen Menschen eigentlich gleiche Rechte und auch garantiert, dass man Schutz bekommt, egal an wen man glaubt, wen man liebt oder woher man mal gekommen ist. Ich bin gespannt, ob Frau Feser beim nächsten Mal, wenn irgendwas in Deutschland passiert, jemand wieder mit seinem Leben büßen wird, ob Frau Feser dann auch sich in der Medienwelt so hinstellt? Ich denke nicht. Sind Sie denn überrascht, dass es so scheinbar wohlhabende junge Leute in dieser Form, solche Parolen, haben es uns zu leicht gemacht? Hat sich vielleicht eine westdeutsche Mehrheit, müsste man fast sagen,
leicht gemacht und das Problem Rechtsextremismus immer nach Ostdeutschland geschoben. Immer, das sind dann so ein paar um Höcke herum in Thüringen und dann noch so ein paar Abgehängte, aber das stimmt gar nicht. Also ich habe das nie getan. Wir wissen aus den Mitte-Studien, dass schon sehr früh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, immer wieder in den Studien aufgezeigt wurde, dass in der Mitte der Gesellschaft manches rechtes Gedankengut eben Zustimmung findet. Und wir erleben ja seit ein paar Jahren eine Verschiebung, die ja jetzt auch eskaliert in Gewalt, wie Sie es eingangs gesagt haben. Der Anschlag auf Tesla, habe ich gesehen, wie die ganzen Glatzen und Springerstiefel da umhergelaufen sind. Ja, ist auch wirklich so gewesen. Klar, Frau Fieser, Sie haben absolut recht. Ist Ausländer raus zu grölen inzwischen so eine Art Leila für Rassisten? Nein, darf es nie sein, weil es zutiefst menschenverachtend ist. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir diese Grenzen auch ziehen. Sie haben es gerade angesprochen, das, was ich bei Dr. Walter Lübcke sehr schmerzvoll erleben musste. Ich kannte ihn gut, das war ein ehemaliger Landtagskollege von mir. Mich hat das zutiefst getroffen, dass so etwas in Deutschland passiert. Und es ist ja passiert aufgrund seiner klaren, freien Haltung zu einer freien, offenen Gesellschaft. Und er ist ja vom Täter vorher beleidigt und gerade im Netz gab es widerwärtigen Hass, der dann eben tatsächlich aus Worten wurden dort Taten. Mhm. Deswegen ist mir das schon viel, viel länger bewusst. Ach, deswegen möchte sie noch mehr in die Meinungsfreiheit reingehen und wenn man was gegen die Leute sagt, dass man die Daten speichern kann, dass man auch beim Betreiber, in dem Fall YouTube, auch sagen kann, ey, ich möchte die Daten haben, wo kommt der her und so weiter. Super. Zu Beleidigungen kann man ja und Drohungen kann man ja auslegen, wie man will. Wenn ich anscheinend schon sage, ich schalte einen Anwalt ein, ist es auch schon eine Drohung. Habe ich letztes Mal gelesen. Deswegen appelliere ich auch an diejenigen, die dieser Tage meinen, man könnte schärfer formulieren oder die Grenze immer weiter nach rechts verschieben. Das ist etwas, was mir große Sorge bereitet. Und deswegen sage ich das auch so oft, dass es Dinge gibt in unserer Gesellschaft, wo wir wieder mit viel mehr gegenseitigem Respekt und Wertschätzung auch reagieren sollten. Das muss zurückkommen, auch in politische Diskussionen. Deswegen ist es auch so, dass momentan die Leute von Sylt, die werden öffentlich doch komplett hingerichtet. Die Gesichter werden ganz oft nicht verpixelt. Es werden die Firmen angeschrieben, wo sie arbeiten. Es werden Namen hingeschrieben. Und man denkt sich so, Alter, ihr tut mir richtig leid. Klar haben die einen Fehler gemacht. Doch ist Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, anscheinend gar nicht so strafrechtlich relevant. Nur den Gruß, den er einem gezeigt hat, der ist strafrechtlich relevant. Aber apropos Sprache, wenn wir uns dieses Video angucken, Deutschland den Deutschen zu rufen, ist das strafbar? Nein, das ist genau der Punkt, dass wir ja nur da verbieten können, wo wir die Strafbarkeitsgrenze überschritten haben. Das ist auch gut so in einer Demokratie, aber es gibt viel mehr dazwischen. Deswegen finde ich es auch richtig, da die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, das ist eben auch beleidigend für viele Menschen. Und das ist schon nah an der Strafbarkeitsgrenze. So blöd kann keiner sein! Ja, da hat sich wohl Frau Fieser nicht richtig vorbereitet, weil Deutschland den Deutschen... wer ist denn das? SPD. Frau Fieser hat da wohl wieder mal nicht aufgepasst. Das Problem ist, ich weiß immer nicht, wer denen was sagt. Aber auch da sollte man noch gefasst sein und sagen, ey, liebe Nancy, du pass mal auf, da gab es auch einen Vorfall bei uns in der Partei, dass wir das geschrieben haben. Also jetzt grenzen die Menschen aus. Ach, das machen sie ja sowieso, hab ich vergessen. Sie grenzen ja Menschen aus. Sie wollen gegen Leute, die nicht ihre linke Meinung haben, komplett ausgrenzen. Das machen sie seit der Deportationsphase von Korrektiv. Das machen sie die ganze Zeit. Die ganze Zeit machen sie das. Aber hey, die sind ja offen. Zu allen Seiten gesprächsbereit, natürlich. Die Grenze ist ja immer da, der Meinungsfreiheit, wo ich andere Menschen beleidige, wo ich ihre Rechte verletze. Das regelt unser Grundgesetz ja sehr stark und sehr eng auch in gesetzlichen Grenzen. Das ist das Gute an einem Rechtsstaat, dass man diese Grenzen hat und die auch eingehalten werden müssen. Und deswegen hat ja auch der Veranstalter auf Sylt hat ja Strafanzeige gestellt. Mhm. Also insofern sind da mit Sicherheit auch Dinge skandiert worden, die Strafbarkeitsgrenze überschreiten. Und da muss man dem dann auch nachgehen. Auf der anderen Seite sind wir auch eine starke Gesellschaft, die manches natürlich auch ertragen und aushalten muss. Das geht dieser Tage auch ein bisschen häufig durcheinander, dass dann schnell gesagt wird, das darf man nicht, das muss man verbieten. Da bin ich die Letzte, die das sagt. Also ich finde, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit ist in einem Rechtsstaat ganz elementar, worauf man auch hin und wieder mal hinweisen muss. Schön, wie sie uns da wieder anlügt. Ach, ich mag die Frau Fieser total gerne. Aber bitte nicht in so ein Amt. Niemand schützt uns vor dieser Frau, vor dieser Politik. Das ist auch interessant zu beobachten. Also sowas
öffentlich zu machen und anzuzeigen, ist ja gut und richtig. Aber gleichzeitig war zu beobachten oder ist uns zumindest aufgefallen, dass im Netz, nachdem dieses Video gepostet war und sich ja in Windeseile verbreitete, eine Art, ja man muss schon sagen, Jagd begann auf die, die dort auf dem Video zu sehen waren, mit Klarnamen gepostet wurden, die Gesichter gezeigt wurden. Wie blicken Sie darauf? Auch mit Sorge. Also das ist ja genau das, was ich anspreche, dass diese Grenzen immer mehr verschoben werden, dass dann von der einen extremen Richtung in die nächste sofort, ne? Also dass man dann Leute offen an den Pranger stellt und dass man das nicht denjenigen überlässt, die dafür da sind, nämlich Strafverfolgungsbehörden, die dem der Anzeige ja auf jeden Fall nachgehen werden und dann auch Täterin oder Täter ermitteln. Ja, wir haben jetzt bei Statistik gesehen, wie erfolgreich die sind, wenn die Straftaten steigen. Und das macht mich schon Sorge, dass einige dann glauben, das ist so ein bisschen die Verrohung der Sitten, auch gerade in den sogenannten sozialen Medien, wo sich dann jeder gleich berufen fühlt, darüber zu urteilen oder dem nachzugehen oder das dann auch öffentlich anzuprangern. Deswegen sage ich, dass wir gerade gesellschaftspolitisch drauf gucken müssen. Es ist wichtig, als Rechtsstaat auch immer mit dem Strafrecht hart zu reagieren. Sie wissen das, dass ich da immer sehr vorne dran bin. Das ist auch meine Aufgabe als Bundesinnenministerin und auch die Justiz ihre Aufgabe hat. Weil für mich ist das Entscheidende, dass die Täter sofort wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Also es muss eine schnelle Strafe erfolgen und ich würde mir wünschen, dass weniger Verfahren eingestellt werden, damit wieder mehr klar ist in der Gesellschaft, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo setzt das Strafrecht eben harte Grenzen und das andere ist die gesellschaftspolitische Umgang damit. Sie haben allerdings nicht nur mit Entsetzen reagiert, sondern auch mit einem Werbepost. Den wollen wir Ihnen kurz noch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, weil er war nicht lange im Netz. Können wir ihn einmal sehen? Deutschland, den Deutschen, die unsere Demokratie verteidigen. Das hat die SPD gepostet und das fand sie dann aber, glaube ich, relativ schnell selber so geschmacklos, dass sie sich dann dafür entschuldigte und wieder aus dem Netz nahm. Macht es das wieder gut? Nein, finde ich schwierig. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich finde, man sollte sehr sorgfältig sein bei dem, was man auch werbemäßig macht, was an Strategien verwandt wird. Und wenn es doppeldeutig ist, dann sollte man gerade vielleicht dieser Tage besonders sensibel reagieren. Ist doch die Leute immer scheißegal gewesen. Okay. Immer. Seht ihr mal, ich habe es doch gesagt, sie wusste das nicht. Die ganze Sendung mache ich unten euch einen Link rein. Das war's gewesen. Schreibt gerne rein, was ihr zu Frau Faeser, was ihr dafür eine Meinung habt. Also für mich ist diese Frau untragbar, wie viele aus dieser Regierung. Es ist einfach nur eine Blamage, was das da für Menschen an der Macht sind. Die tun so, als wenn sie alles machen würden, aber im Grunde, wir sehen, was passiert. Der Kanzler, der noch sagt, ja, der Wirtschaft, wieso auf Platz 3, eigentlich geht's ja gut, man soll sich immer als schlecht reden. Ein Artikel, einen Tag später, sagt, viele deutsche Firmen wandern ab. Tut mir leid, dann stimmt doch irgendwas nicht in einer Ansicht. Entweder in unserer Ansicht oder in deren Ansicht. Leute, macht's gut, genießt den Tag, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.